Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zum Power Evolution mit Österreich in der 2019er Edition mit unserem Herrn Kurz. Wir machen gerade eigentlich so wirklich gar nichts. Wir haben gerade die Arbeitslosigkeit bekämpft und uns dafür in ein riesiges Minus gestürzt, deswegen brauchen wir jetzt Geld. Oder so kann man das tatsächlich zusammenfassen. Können wir nicht hier irgendwie Parteienfinanzierung, hier also unsere Partei, halt irgendwie Studienauftrag geben? Ich will Wahl umfragen. So. Wahl. Keine Gesetze ändern. Ich habe ja schon so viel Budgets geändert gerade nochmal. Eigentlich nicht sollte. Aber wir müssen es machen. Hab auf 5% gerade gehört. 5% des Landes wird Glasfasernetz. Ja, 5% der Bevölkerung kriegt Glasfasernetz. Also nicht mal ganz Wien. Ja. Haben wir jetzt ein Propagandaministerium? Sonst hält er ja hier so gut mit 5% Glasfaser. Ist ja echt jetzt. Aber 5% Glasfaser. Vielleicht haben wir 4G, aber keine Glasfaser. Mit 5% Glasfaser gehören wir zu den Besten. Propagandaministerium, Herr Goebbels. Vorausschauende Analyse. Ohoho. Ja, die kriegen Geld von mir, die kriegen kein Geld, weil wir quasi pleite sind. Wissen Sie, das ist mir egal. Wenn ich jetzt die Kontrollen senken würde, würde es im Staat so viel Geld kosten. Ja, wo macht man das denn? Steuern, ne? Euro. Eben hier. Steueramnestie. Ja, habe ich tatsächlich gemacht. Okay. Häufig sehr streng. Also bitte. Nee. Können wir uns nicht leisten. Würde ich aber bedingt an wohltätige Organisation spenden. Das kostet mich ordentlich Geld, aber ich denke, das ist tatsächlich wert. Dafür gibt es hier keine Befreiung mehr. Nee, okay. Neue Steuer. Oh, Geld. Glücksspielsteuer. Von 2%. Das ist denen egal, das Parlament ist dafür, also einer PR, das Bogen, der Bogenlandrat. So. Ach so, ja, der Herr Zuckenhung. So, bisschen Geld. Ja. Habe ich ein bisschen AB, kein Geld natürlich. Ein neuer Partner. Wir finanzieren das jetzt. Österreich braucht sein Raumfahrtprogramm. Echt cute. Was kann ich denn da noch finanzieren? Doch, machen wir 100% raus. So. Und stocken sogar auf 80 Millionen auf. Haben wir wenigstens gerade einen Betrag. So. Dann. Startdatum wird in. War schon 2021, aber dafür erst am 1.6. gemacht. Mit 12%. Ja, aber. 1.6.2021 bestätigen und das Programm wird bestätigt. Der Austria-Satellit wird gestartet. Skandal. Ihre Bekenntnis zu den Werten der Familie. Warum ist das Raumfahrtprogramm denn bitte ein Skandal oder was auch immer für ein Skandal? Warum habe ich einen Skandal? Muss ich mich jetzt echt mit Schlüsselfiguren treffen, dass ich mich hier beliebt mache wieder? Ja, katholische Kirche. Die wischt mir doch den Arsch ab, also. Ja, hier, der Herr Schlebolz und. Wer mag mich denn hier? Mag mich denn gar keiner? Ja, mit den Gewerkschaften. Und von den Soldaten, nee, dürfen mich an oben. Künstler hier. Die Frau Bachtrich. Und weil ich so jung bin, mag mich bestimmt die alte Person. Und meine Großmutter. Und von den Institutionen, nein.
staatlichen Institutionen loben mich ja nicht. Intellektuelle, der Architekt, der Herr von Weimann und Sportler noch vielleicht. Frau Neukopf. Dann noch vielleicht, Darlehensgeber, ja klar. Mhm. Braucht man nicht. Verband. Hier, die fördern wir doch. Ah, der liebt mich. Super. Leid, aber dafür wechselt Mr. Kurz nicht auf die andere Seite. Nur weil mich der Vorstand von denen liebt. Ja, und die Kommunisten lieben mich. Mit denen treffen wir uns auch noch. Der Atem. Umwelt, ich denke an die Umwelt. Tue ich das? Das ist das Risiko. Ah, 12% geht in Ordnung. Dieser hat das ja, also. Gerne. Wenn es Ihnen... Wie... Meine Gedanken... Was in... Naja. Demut. Nein, danke. Mit... Als Front gegen Arbeit. Danke. Zulieben. Den diskutiere ich nicht. Ich danke Ihnen. Doch, bitteschön. Mach ich einfach mal. Danke. Ah, nee, also, stört sein. Ja. Ja, Sie wollen bestimmt euch... Das ist sehr lieb. Ja. Wenn es... Dankeschön. Dann ja, reizend. Sie begraben uns alle. Oh, ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Wenn es... Ah, meine Partei ist jetzt... Was ist das für eine dunkle Geschichte? Ich kenne dieses dünne Eis. Es ist Nordkorea, ja. Da darf man das. Diesen Augenblick der intensiven Spiritualität mit den Gläubigen teilen zu können, erfüllt mich mit großer Freude. An diesem heiligen Tag denke ich an all unsere Gemeinden im Lande, an jene in den Großstädten, jedoch auch an jene in kleinen, entlegenen Dörfern, die zum Gebet zusammenkommen. Jetzt treffen wir unseren Staatschef von Bulgarien. Erstminister, Premierminister. Dafür gerne. Eine Zeichnung gibt für Bulgarien. Interessant. Ja, das ist sehr... Ich verleihe wieder ein paar Medaillen. Nein. Hier nicht. Danke. Das bewegt. Verdient. Ja. Ja. Dankeschön. Gerne. Mit Vergnügen. Danke, dass... Kein homosexueller Partei, deswegen soll er mich nur loben. Die dürfen ihn tatsächlich nicht aufnehmen, weil er ja schon einen anderen Button da hat. Gerne. Mit... Danke, dass... Das ist... Ah, Bach. Gerne hier. Beitrittsgesuch der Schweiz. Ja, gerne. Hören wir zu. Zu. Gerne. Die Schweiz will beitreten. Oh. Das machen, dann haben wir, wenn wir mal gegen Russland was machen wollen. Naja. Trotzdem. Ihr Angebot ist... Doch, nee, kein Wirtschaftsvertrag. Wollt nur mit Ihnen reden. Oder über meine Beliebtheit. Man tatsächlich nicht. Macht's auch sonst, wenn man mit Freunden startet. Die Abstimmung hat stattgefunden und das Gesetz... Ja, für wohltätige Organisationen, das macht uns jetzt noch mehr Defizit. Dafür macht's uns hoffentlich ein bisschen beliebter. Wir tun was Gutes. Künstliche elektrisch betriebene Gliedmaßen. Ah ja. Hat künstliche Auto. Was macht ihr? Wunsches Papier. Die Abstimmung hat stattgefunden. Okay. Treffen verlangen. Also verlangen können sie bei mir gar nicht. Sie können mich nicht bitten, Herr Fili. Sollte passieren, unserem Gottkanzler. Guten Tag. Ja, was bieten Sie mir an? Ja, als Abschneider. Ja. Also. Oh, das war jetzt tatsächlich ein Schnäppchen. Gerne. Sie wollen bestimmt Erdzugang. Aber wahrscheinlich wollen Sie keine Basen. Weil, warum auch? So. Ja. Perfekt. Habe ich eigentlich irgendwelche fremden Basen? Bestimmt aus den USA oder so.
Und damit das so schön angezeigt wird. Wenn man es einmal sehen will, dann wird es eigentlich angezeigt. Klar. Das scheint tatsächlich alles österreichisch zu sein. Wir haben ja auch nicht wirklich viel. Danke, Sie geben Ihrem Land einen großen... Natürlich, Herr Heiberg. Ja, bei Koalitionspartner muss ich ja ein bisschen... Ich mache ja schon ein Raumfahrtprogramm. Das kostet gar keine Punkte hier. Das ist fast wieder genauso beliebt. Das ist das Richtige. Vorausschauende Analysen verbunden mit dem Brownwood. Nee, nicht nochmal. Kann mir nicht noch einen Skandal leisten, aber dankeschön. Unser Netzwerk wurde teilweise lang. Ja. Nur egal, das ist Äthiopien. Das ist jetzt wieder hier. Ja, das modellhaftes Land der Weltbank. Mhm. Ja, ja, sieht man in unseren Finanzen. Ja, ja. So irgendwie besser, aber mehr auch nicht. Neue Organisation, na klar. Gründen jetzt eine neue Organisation. Machen jetzt, wir haben ja schon einen Wirtschaftsmarkt. Produzierende Länder. Währungsunion. Nein, ja schon einer. Wirtschaftsmarkt. Politisch-militärisch. Machen wir doch mal hier. So. Ja. Österreich-Block. Das ist natürlich hier aus Spaß für mich, aber naja. Österreich. Übel. Der Übel. Hauptsitz der Organisation wird sein in, Eisenstadt. Das passt einfach. ...1500 ist die Währungssumme. Aber 0,8. Und die anderen, das dürfen natürlich auch. 0,8. Keins. Ey, ach du Scheiße, wie viel Geld ist das denn? Mit den 0,1% männlich? Soll ja jeder beitreten dürfen. Nur so eine kleine Interessenwahl. Alle Länder dürfen bitte mitmachen. Keine. Einrichtung, keine. Der Menschenrechte ist streng. Das ist aber sowas von klar. Mitgliedsabstimmung. Einstimmig, ja. Warum kann ich nicht? Hier irgendwie den Mindestteil. Mindestens 1% machen. Oder sowas. Vielleicht versteht das Ö nicht. Österreich-Block. Nö. Und wir halt keine Organisation. Ja, können wir noch irgendwo beitreten? Ja, arg. Da können wir wohl eher nicht mitmachen. Kenne ich ja gar nicht hier. Ja. 20. Wir wollen die E20. Sowas von. Ich sowas von abgelehnt, aber. Wenn wir mal fragen. ESCO hier. Shanghai Contract. Tja, schade. Glücklicher Freund unseres Planeten, ja, dankeschön. Hermione Wilson verherrlicht Sebastian Kurz. Ja, der Mann, der sich für die Frauenrechte einsetzt. Ein Film. Was ist das für eine dunkle Geschichte? Ich kenne diese... schon mal belehrt. Mutti. Sie haben... Ja, wie mache ich mich jetzt beliebt? So. Hier. Ach, komm. So viel wie geht. So. Hier wird 0 sein. Wir wollen keine gesundheitsschädlichen Wohnungen mehr haben. Ja, perfekt. Ah ja. Da
Katastrophen hier. Aber irgendwie doch noch so wenig, sonst gibt es ja immer Tausende, aber naja. Spuren Bildungsminister. Ja, sollten wir uns mal bei unser Bildungsminister hier beschweren hier? Kluscher. Rufe ich jetzt mal zur Ordnung. Gerne. Huch. Sie sind zwar großartig, ich verleihe noch gerne die Medaille der Nation, aber ich muss natürlich, ich habe... Super, danke. Vorausschauende Analysen verbunden mit dem... Nee, nicht Äthiopien. Du bist mir sowas von scheißegal. Wahrscheinlich kann ich kein politisch-militärisches machen, weil ich in der NATO bin. Ja, dann. Interessiert mir, ob die Schweiz aufgenommen wurde in die EU. Vielleicht nicht, oder? Ich sag dazu nichts. Misswirtschaft. Naja, ja. Vorausschauende Analysen verbunden. Ah, Wirtschaftsminister, jetzt muss ich sie auch noch zur Ordnung rufen. Was ist das denn hier? Ja, neue Meiler. Meilerkarten, okay. Frage. Das, mal. Wählerkarten. Was sind denn die nächsten Wahlen? 22. So, Wirtschaftsminister, Herr Neumeiler. Ordnung rufen, bitte. Wechsel des Anhangs. Ah ja. Ja, Herr, Sie der haben der die Grundlagen der Öko... Okay, der Jugendminister. Warum es auch immer sowas gibt. Welcher ist das jetzt? Frauen und Jugend oder... Jugend, oh Gott, Frauen. Gätzer war das? Gätzer? Irgendwer war das. Ist mir jetzt egal. Dann darf der mich halt mal denunzieren. Sport. Ja, also doch, Jugend und Sport. Dann haben wir einen für Jugend und Sport. Sport haben wir. Gut. Vorausschauende Analysen verbunden. Nee, und ich weiß, wo sind. Was haben wir denn hier für Terrorzellen hier überall? Kommt jetzt alle Schlag auf Schlag, so. Anja ja, und Kaffee und dann großartig und dann zur Ordnung. Warum diese Anordnung? Dann können wir gerne machen. Wir können sie gerne ihrer Pflichten entbinden. Also, so ist das nicht, Herr Minister. Dann würden wir aber die Grünen hören. Das ist der Realität. Naja, jetzt verabschiede ich mich aber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss, Minister.